Kollege Lothar Riebsamen von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, so viel zeichnet sich bei dieser Debatte heute ab und auch die Diskussionen um die Sondierungsgespräche der letzten Wochen und Monaten haben das gezeigt. Die Pflege wird auch ein Top-Thema in der neuen Legislaturperiode sein. Und das ist auch notwendig. Und wir stehen damit in der Kontinuität auch gegenüber der letzten Legislaturperiode, wo die Pflege ebenfalls bereits einen breiten Raum eingenommen hat. Das wurde heute schon von verschiedenen Rednern zur Sprache gebracht, insbesondere im Krankenhausbereich, Pflegezuschlag, auch Einstieg in den Tarifausgleich, ganz wichtige Momente im Bereich der Krankenhäuser, die wir da eingebracht haben. Aber eines, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss klar sein, um es mal in der Fußballsprache zu sagen, Geld allein schießt noch keine Tore. Und Geld ins Schaufenster zu stellen, schafft möglicherweise Stellen, ja, in den Altenheimen, in den Krankenhäusern, aber noch nicht die Menschen dazu, die dort dann tatsächlich diese Stellen auch ausfüllen sollen. Wir wissen es doch, dass an die 10.000 Stellen in den Krankenhäusern ausgeschrieben sind, aber nicht besetzt werden können. Dass wir Stellenvorgaben haben in der Neonatologie schon seit Jahren, wo über die Hälfte der Abteilungen diese Stellen eben nicht besetzen können. Davor dürfen wir doch die Augen nicht verschließen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, schon recht große Zahlen ins Schaufenster zu stellen mit 25.000 und 1,3 Milliarden. Aber ich hätte dann schon erwartet, dass man auch ein paar Sätze dazu schreibt, wo die Menschen denn herkommen sollen, die diese Stellen dann auch ausfüllen. Dass es keinen Königsweg gibt, dass es keinen Königsweg gibt, das wissen wir beide, aber ein paar Sätze hätten Sie doch dazu verlieren können. Und dann sind wir doch bei dem wichtigen Thema überhaupt. Auf der einen Seite Attraktivität des Pflegeberufs, damit wir die Menschen finden, auf der anderen Seite die Effizienz der vorhandenen Pflegekräfte zu verbessern. Und meine Damen und Herren, natürlich ist es wichtig und mir insbesondere auch wichtig, dass wir eine gleich gute Bezahlung der Pflegekräfte in ganz Deutschland haben. In allen Bundesländern, zwischen Altenpflege und Krankenpflege. Hier mangelt es. Und da brauchen wir auch den kompletten Tarifausgleich für das Pflegepersonal insbesondere. Aber wir müssen uns auch die Effizienz anschauen, meine Damen und Herren. Wir vergleichen uns, und das ist auch richtig so, mit der OECD, wenn es darum geht, wie ist die Proportion zwischen Pflegekräften und Patienten. Da stehen wir nicht besonders gut da, das wissen wir. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir in Deutschland 13,5 Pflegekräfte pro 10.000 Einwohner haben. Der Schnitt ist gerade mal 9 Pflegekräfte pro 10.000 Einwohner. Es gibt nur 4 Länder, die mehr Pflegekräfte pro 10.000 Einwohner haben. Das ist die Schweiz, Island, Dänemark, Norwegen. Das sind die 4, die besser sind. Aber selbst bei denen, die nicht so viele haben wie wir, ist die Relation manchmal besser zwischen Krankenpflege und Patienten. Und dieser Frage müssen wir nachgehen. Woher kommt das? Natürlich spielt dabei eine Rolle das Thema Bürokratie in Deutschland. Es geht zu viel Manpower oder Womanpower verloren an dieser Stelle. Bürokratie, ich nenne das Stichwort Digitalisierung, ich nenne das Stichwort elektronische Patientenakte und ich nenne auch das Stichwort Fehlsteuerung zwischen ambulant und stationär und auch die Notfallversorgung gehört dazu, denn allzu viele Menschen landen eben im stationären Bereich, weil hier falsche Anreize auch bei der Honorierung leider gesetzt worden. Auch das müssen wir uns angucken. Und einen letzten Satz, bevor meine Redezeit, ja, sie ist schon abgelaufen. Stärkung der ambulanten Pflege der Angehörigen. Wir haben Geld gegeben, um die Dauer der Kurzzeitpflege zu verdoppeln. Das ist gut.
Aber wir haben zu wenig Kurzzeitpflegeplätze in Deutschland. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in den Sondierungsgesprächen auch dieses Thema aufgenommen haben. Es liegt mir sehr am Herzen, jetzt auch das Angebot für die Menschen zu schaffen, das Geld auch einzusetzen zu können. Meine Damen und Herren, die Union setzt auf Pflege, auch in der kommenden Legislaturperiode. Und ich bin sicher, dass wir gemeinsam, wenn wir an einem Strang ziehen, auch zu deutlichen Verbesserungen kommen. Herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende. Ich schließe die Aussprache.